An ihren Stammtischen wird gegessen, getrunken, diskutiert. Jahrhundertelang waren sie wichtiger Bestandteil unserer Tradition, sicherten Arbeitsplätze und kurbelten die Wirtschaft an. Aber ein Wirtshaus nach dem anderen muss zusperren. Corona, Stromkosten, keine Leute mehr. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Kellner Nettolohn 2024 für 40 Stunden 1450 Euro netto. Das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen. Und wenn man nicht echt mit Herzblut dabei ist, wir sind's. In Stadtlauberin früher 7 Gasthäuser, sind wir das Einzige. Vor allem Junge wollen sich das nicht mehr antun. Weil, dass wir so machen können, wie man ich das vorstelle, hätte man mindestens 1 Million Euro investieren müssen. Aber was passiert mit einem Ort und seinen Menschen, wenn es kein Wirtshaus mehr gibt? Ich habe das Gefühl, dass ein Wirtshaus die Seele im Dorf ist. Wenn wer einsam ist, dann geht er ins Wirtshaus und hat Gesellschaft. Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise durch Österreichs Wirtshäuser. Durch offene und geschlossene. Und stelle mir die Frage, sind unsere Gasthäuser noch zu retten? Oder heißt es Ruhetag für immer? Wolfgang Ambros hat in den 70er Jahren den Wirtshaus-Charme wohl am besten charakterisiert. Ein schmales Brot und ein Filme kann oft die letzte Rettung sein für mich. Ein besungener Charme, der heutzutage fast nicht mehr vorhanden ist. In den letzten Jahren mussten tausende klassische Wirtshäuser schließen.1978 gab es in Österreich knapp 15.000 Wirtshäuser, 2023 nur mehr in etwa 5.600. Fast 2/3 der Wirtshäuser mussten also schließen. Getroffen hat es auch das Augartl in Neunkirchen in Niederösterreich. Im Dezember 2023 haben die Wirtsleute hier für immer die Türen geschlossen. Jahre betreibt Michael Wanitschek das Augartl, die letzten Jahre zusammen mit seiner Frau Tatjana. Gegen Ende muss er immer mehr Aufgaben selbst übernehmen. Hier war der Arbeitsplatz vom Koch. Ich als Chef war der Beikoch, habe dürfen am Wochenende ca. 50 Salate herrichten, Mehlspeisen, sämtliche Teller herrichten, weil ich keine Küchengehilfe mehr gefunden habe. Die großen Einschnitte beginnen aber schon früher. Zum ersten Mal kritisch wird es für das Augartl, als eine wichtige Änderung im Straßenverkehr eingeführt wurde. Die Promillegrenze wurde von 0,8 auf 0,5 gesenkt. Das war vor 26 Jahren. Da war bei uns der erste Knacks, dass die Schanksteher ausgefallen sind. Die ganzen Schanksteher haben sich nicht mehr trinken getraut. Früher war das normal, dass sie an der Schank 5 bis 10 Spritze getrunken haben. Das hat es dann nicht mehr gegeben. Der hat 2, 3 Spritze getrunken und ist abgezischt. Ne? Und so war das eigentlich der Anfang. Und dann, wie gesagt, mit der Raucherei war das Nächste dann. Ein paar Jahre drauf mit dem Rauchen, einmal nicht rauchen, umbauen. Corona, Stromkosten, keine Leute mehr. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Bis vor kurzem noch ein wichtiger Faktor in jedem Wirtshaus, Kartenspieler. In der Gaststube war am Sonntag kein Tisch frei, wo sie nicht schon um 9 Uhr Karten gespielt haben. Die letzten 10 Jahre war kein Kartenspieler mehr da. Die sind zum Teil die meisten Stammgäste weggestorben und ein Junger tut nicht mehr Kartenspielen. Das ist komplett ausgestorben bei uns, Kartenspielen. Ich habe hier zum Beispiel Schnapsen gelernt. Ich hatte noch nie gewusst, ich hatte noch nie Karten eigentlich im Hand gehalten. Und das hat man mir hier ziemlich gut beigebracht. Michael Wanitschek war immer gerne Wirt. Der zunehmende bürokratische Aufwand und der Personalmangel führen dazu, dass er weder Zeit für seine Gäste hat, noch für sich und seine Familie. Wenn du keine Lebensqualität mehr hast oder die Lebensqualität leidet darunter, dann macht es dir irgendwann mal keinen Spaß mehr. Wenn du mit keinen Freunden was machen kannst, hörst du von den Gästen, langes Wochenende, ich fahre auf Italien, ich fahre auf diese Messe, ich fahre dorthin. Wir haben immer gearbeitet. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Und wenn du nur mehr arbeitest, damit du alles zahlen kannst, dann musst du irgendwas ändern.
Darum kommt im Dezember 2023 das Ende des Augartels. Mit dem Thema Gastronomie will Michael Wanitschek komplett abschließen. Mein Sohn wollte das Geschäft auch übernehmen, aber ich habe es ihm selber ausgeredet. Aber wenn ich es meinem Sohn gebe, dann stehe ich am Wochenende und Freitag wieder da. Und er findet genauso wenig Personal wie wir, der hat die gleichen extremen hohen Energiekosten. Das heißt, ich muss ihm immer unter die Hände greifen. Bringt null. Das heißt, da gibt es nur einen Cut. Das heißt zusperren. Ich sage euch, das ist traurig, dass mein Geschäft zusperren muss, dass was gut geht. Also die Gäste meinen heute noch, ne? Uns nach. Ne? Also das war einfach der Grund, weil wir niemanden gefunden haben und wir hätten uns zu Tode gearbeitet. 2023 gab es in Österreich 5.561 Wirtshäuser. Die meisten gibt es in Niederösterreich, nämlich 1.340. Gefolgt von Oberösterreich mit 1.307, 1.020 in der Steiermark, 517 in Kärnten, 381 in Wien, 370 in Salzburg, 275 in Tirol. Die wenigsten finden sich im Burgenland, 208 und 143 in Vorarlberg. Während die traditionellen Wirtshäuser also immer weniger werden, wächst eine andere Gastrosparte massiv, die der Restaurants. 1978 gab es etwas mehr als 900, 2023 waren es fast 9.900 Restaurants in ganz Österreich. Was unterscheidet eigentlich ein Wirtshaus von einem Restaurant? Eine offizielle Definition gibt es nicht, aber Mario Pulker, Gastroobmann, erklärt mir den gravierendsten Unterschied. Was bedeutet der Unterschied? Der Unterschied ist ein Gasthaus, da gehen die Leute von der Früh einen Kaffee trinken, eine Stammtischrunde, eine Kartenspielerrunde, die Vereine treffen sie und so weiter und so fort. Das hast du in einem Restaurant nicht. Ein Restaurant hat fixe Öffnungszeiten, du kannst kommen zum Mittagessen, sperrt oft am Nachmittag wieder zu, sperrt am Abend wieder auf, hat seine fixen Öffnungs- und Schließzeiten. Ins Wirtshaus kann man also schon viel früher gehen und länger sitzen bleiben. Das zeigt sich auch bei meinem nächsten Besuch. Das Gasthaus Selitsch öffnet bereits um 9.30 Uhr. Es liegt in der sogenannten Wiener Vorstadt im 22. Bezirk. Seit 1898, also seit 126 Jahren, ist es im Familienbesitz. In der Küche arbeiten Vater Leopold und Sohn Thomas. Im Gastroraum und hinter der Bar helfen von der Schwägerin über die Schwester alle mit. Ich bin beeindruckt. Ein Gasthaus mit klassischer österreichischer Küche unter schwierigen Umständen nach Corona zu führen, hier sind Kämpfer am Werk. Wie schafft man das, dass man das so lange in Zeiten, die jetzt doch nicht leicht sind, aufrechterhält? Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist eigentlich sehr schwierig. Aber im Moment geht es uns sehr gut. Mein Sohn und die Frau und auch meine Tochter, die helfen uns, wenn wir mehr zu tun haben, so wie heute. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Knochenjob. Mhm. Ein Knochenjob. Aber warum ist es denn so schwierig? Also was sind denn so die Bedingungen für also die traditionellen Gasthäuser und Wirtshäuser, dass es so schwierig macht? Ein ganz schwieriger Punkt ist auf jeden Fall, dass die Mitarbeiter fehlen. Mhm. Also man könnte viel mehr auch mit den Öffnungszeiten machen, aber du bist in Wahrheit 7 Tage Wirt in der Woche und nicht nur von 8 bis 16 Uhr. Ja. Und wenn man nicht echt mit Herzblut dabei ist, wird es nichts. Ich glaube, wenn früher 7 Gasthäuser sind, wir das Einzige. Na, wirklich? Ja, also die letzten 15 Jahre halt. Lieferservice bietet der Selitsch nicht an, aber vor allem zu Mittag kommen viele, um sich das Essen in Schüsseln mit nach Hause zu nehmen. Gearbeitet wird beinahe rund um die Uhr. 70 Wochenstunden ist normal eigentlich, aber wer hält das aus? Die Jugend? Ja, Sie offenbar. Sind wir froh, dass mein Sohn ist ja auch schon 50 gewesen. Aber danke. Das sagt man nicht. Wir packen das, ja. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Den Zusammenhalt spürt man besonders stark in der Küche. Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team. Wie eine gut geölte Maschine ergänzen sich die Handgriffe der beiden. 1978 hat Leopold Selitsch das Wirtshaus von seinem Vater übernommen. Was bedeutet es Ihnen denn, dass Ihr Sohn jetzt da schon mithilft? Und das ist ja schon jahrelang. Der hat ja auch Koch gelernt, ja. So wie ich seinerzeit. Und ja. Ja, ganz brav. Bin ganz stolz. Wenn wir schauen, wie mehr bei Enkeln, irgendwer wird schon weitermachen. Es hat sich noch nicht entschieden. Ja. Wie lange wollen denn Sie noch?
Na ja, ich bin froh, dass ich da arbeiten darf. Ja, verstehe. Das ist mein Leben. Ja. Also Thomas übernimmt von Leopold. Aber wie geht's dann weiter? Wird das Gasthaus wieder von einem Mitglied der Familie Selitsch betrieben? Hätten Sie theoretisch auch schon einen Nachfolger? Theoretisch ja. Wirklich? Ja. Macht das der Sohn dann einmal? Nein. Also es sind Kinder da, aber ja. Derweil schaut es nicht so aus, wie wenn es weiter tun würden. Das ist auch ein großes Problem mit, mit der Nachfolgesache, oder? Bei so traditionellen Wirtshäusern. Work-Life-Balance, das ist auch bei meinen Kindern nicht anders. Work-Life-Balance, ja. Okay. So wie möglicherweise der Letzte in der Geschichte. Im Gasthaus Selitsch wird traditionell österreichisch gekocht. Wie ist denn Ihr Publikum? Sind das eher ältere Menschen oder auch junge oder ist es gemischt? Eigentlich eher älter. Ältere. Wollen die Jungen vielleicht nicht mehr so sehr in ein Wirtshaus gehen, weil diese Stichwörter wie Gemütlichkeit oder man sitzt zusammen am Stammtisch, man diskutiert, man politisiert, das zählt für die Jungen vielleicht nicht mehr so? Die Jugend trifft sich lieber, glaube ich, in der Stadt auf einen Cocktail möglicherweise. Das Gasthaus Selitsch ist als einziges im Grätzl übrig geblieben. Würde es gar kein Wirtshaus oder Beisel mehr in der Gegend geben, befürchten Leopold und Thomas düstere Auswirkungen. Wenn dann so ein Wirtshaus fehlt, was glauben Sie, passiert denn dann mit einem Grätzl oder mit den Menschen? Wenn stirbt aus. Stirbt aus? So jemand im Land. Wenn es kein Wirtshaus mehr gibt, stirbt das Dorfleben. Ja. Man kann sich nicht, gerade im Land ist da gibt es keinen Kreisler, kein Pfarrer mehr, gar nicht mehr. Ne? Und wenn es das Wirtshaus nicht mehr gibt, dann ist das Dorfleben vorbei. Da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Ohne Wirtshaus stirbt das Dorf. Eine harte Diagnose, aber leider sehr oft zutreffend. Hier in der Gemeinde Asbach im Innviertel in Oberösterreich hat 2019 das Gasthaus Zwink zugesperrt. Und das ist der ehemalige Wirt. 2014 hat Christoph Bleckenwegner den Betrieb von seinem Vater übernommen, der damals 90 Jahre alt war. Bis 2019 führt Christoph, der eigentlich gelernter Jurist ist, das Gasthaus als Wirt. Und wann Sie gern Wirt? Jein, also es gibt viele spaßige Seiten. Ein Wirt ist ja sehr, wie soll ich sagen, herausfordernder Job, weil man muss mit vielen Leuten eigentlich in verschiedenster Weise irgendwie sich verstehen. Aber ich bin nicht der geborene Wirt. Also das war jetzt nicht so meine Überlegung, dass ich sage, das mache ich jetzt bis die Rest meiner Tage. Verstehe, denn, ja. So wie es halt früher war, nicht bis man 80 wird oder 90 sogar, wie es bei meinem Vater war. Wirklich, der bis 90 da gearbeitet? Mein Vater hat zum 90. Geburtstag, das haben wir veranlasst, dass er die Konzession gekriegt hat für das Gasthaus. Mit 90, das ist ja noch Wahnsinn. Jungunternehmer. Ja, klar. So. Und Christoph Bleckenwegner führt mich durch das Gebäude, erklärt mir jedes Detail. Das Haus ist nicht mehr geheizt, die Wände bröckeln, es steht unter Denkmalschutz. Aber man merkt, wie sehr ihm das ehemalige Gasthaus, sein Elternhaus, am Herzen liegt. Was haben wir da? Das haben wir im Nebenraum vom Kaffeehaus. Ja. Und der hat eigentlich früher dazu gedient, dass in diesem Raum war natürlich für Unterhaltungen, zum Teil für Tanz, da ist ein alter Wurlitzer gestanden. Mhm. Aber eine Hauptmöglichkeit darin war für die Gäste aus dem Ort, in einer Zeit, wo es so kaum Fernseher gegeben hat, da Fernsehen zu schauen. Ah, wirklich? Das ist ein Fernsehzimmer. Da ist der Fernseher gestanden und das war quasi ein Fernsehzimmer. Aha. Und woher haben die Leute gewusst, was im Fernsehen gespielt wird? Naja, da müssten wir da rausgehen und ich will stiegen runter, wo so ein Kastel hängt. Da war nicht die Speisekarten, da war das Fernsehprogramm drin. Sehr nett. Bei meiner Recherche über geschlossene Wirtshäuser bin ich auf diese junge Frau gestoßen, Caro Pernecker. Sie ist im nahen Ried aufgewachsen, professionelle Fotografin und erweist geschlossenen Wirtshäusern die letzte Ehre, auch dem Zwink. Das Wirtshaussterben, ein Thema, das ihr persönlich sehr am Herzen liegt.
glaube, Wirtshaus ist einfach auch ein sozialer Ort, wo sich viele Leute treffen. Eigentlich ein Ort, wo Inklusion passiert, wo man jetzt nicht am Verein zugehörig sein muss. Und ich glaube, dieses Zusammenkommen und dieses Beisammensein auch nach einer Corona-Zeit oder also in diesen Zeiten, wo Digitalisierung sich ja auch viel Leute überfordert, glaube ich, gibt es eine Sehnsucht nach dem, dass man irgendwo in Natur zusammensitzt und diskutiert, feiert oder einmal streitet oder so. Ja. Und sicher auch die Sehnsucht, dass es irgendwie auch generationenübergreifend wieder mehr Berührung gibt irgendwie untereinander, habe ich so das Gefühl. Und ich denke, auch für ältere Leute ist natürlich auch ein Thema, wenn du gerade am Land, wenn du irgendwie von mobilitätsmäßig ein bisschen eingeschränkter bist, sind halt 5 Kilometer im nächsten Ort wahrscheinlich auch dann ein weiter Weg. Mhm. Unzählige Stunden hat Caro Pernecker in den alten Gasthäusern und vor allem mit den ehemaligen Wirtsleuten verbracht. Bei deiner Reise durch die geschlossenen Wirtshäuser, was waren denn da so, oder was für Geschichten hast du da erlebt? Gerade hier hat mir der Wirt erzählt, wir gehen die Stufen auf, wie er da seinen Vater noch immer gesehen hat, wie er da in einer ganz speziellen Technik irgendwo das Fassel aufgerollt und so und auch viel schwere Arbeit, glaube ich, auch verrichtet worden ist. Ja, ich habe mich auch sehr dann auf das Interieur und auf die Details konzentriert, wo man einfach sieht, dass da über 100 Jahre lang ein Lichtschalter jeden Tag betätigt worden ist und der schon schön abgegriffen ist. Für die Bewohner von Asbach war das Zwinkwi ihr zweites Wohnzimmer. Ein paar ehemalige Stammgäste sind heute hierher gekommen, um zu erzählen, was das Gasthaus für sie bedeutet hat. Wie schlimm ist es für Sie beide, dass es da den Stammtisch in dem Gasthaus nicht mehr gibt? Weil einfach die Gemütlichkeit fällt von diesem urigen Ambiente von dem Gasthaus. So richtig fallen lassen auf der einen Seite und dann wieder mal eine heftige Imviertler-Diskussion. Das war einfach so. Verstehe. Herr Feichtinger, Sie sind Installateur und Sie sind da immer hergekommen nach der Arbeit, oder? Selbstverständlich, nicht? Ja. Jeden Dienstag. Aha. Und am Sonntag im Frühschuppen nach der Kirche. Das hat schon weh da, dass dann das Wirtshaus zugewinnt ist. Ja, das glaube ich. Der Schwiegervater war da, 50 war Gast. Es ist halt nichts mehr. Ja. Und war praktisch, ob man ein paar Bier trinken dürfen, mit Fuß heimgegangen. Wissen Sie in der heutigen Zeit nicht. Ja, wichtig, wichtig. Ja, ist nicht einfach. Ja. Nicht? Aber es ist ja so. Ja, und was machen Sie jetzt? Ist jetzt die ganze Tradition verloren gegangen? Oder? Da schon, ja. Gibt es nichts mehr. Nicht? Leider. Eine Sanierung des Gebäudes kommt für Christoph Bleckenwegner nicht in Frage. Er hat keine Kinder, keine Nachfolger, die das Wirtshaus irgendwann mal übernehmen könnten. Also sucht er nach einem Käufer. Eine große Herausforderung. Inflation und strenge Kreditvergaberegelungen erschweren die Sache. Auch wenn das Wirtshaus geschlossen ist, manchmal kommt er noch hierher, um einfach nur am Stammtisch zu sitzen. Es ist schon eine eigenartige Stimmung, aber es hilft nichts. Es ist irgendwie zum Lauf der Zeit gehört das dazu, dass sich einfach Sachen ändern und natürlich so Freude löst nicht aus, wenn man reinkommt und sieht, wie leer und still es da ist. Ja, das ist. Ein Trost für Christoph ist, dass sein Gasthaus, sein Elternhaus in den Bildern von Caro Pernecker festgehalten wurde. So wird es für immer überleben. Die Gründe für das Wirtshaussterben sind vielfältig. Es findet sich kein Nachfolger, aber auch hohe Kosten, Inflation und Fachkräftemangel spielen eine große Rolle. Das Wirtshaussterben trifft aber nicht nur das Land. Auch in den Städten gibt es immer weniger davon. Was mit dem Platz passiert, wenn das Gasthaus aufgelassen wird, zeigt mir Robert Musil vom Institut für Stadt- und Regionalforschung. Oft wird es durch ein modernes Wohnhaus ersetzt, so wie hier im 16. Bezirk. Das moderne grauschwarze Haus war mal ein Gasthaus. Ja, hier stand bis 2018 ein altes Fuhrwirkerhaus, das ungefähr 150 Jahre alt war, in dem ein altes Otterginger Landgasthaus untergebracht war. Und was wir hier eben sehen, ist die radikalste Form des Wirtshaussterbens, was jetzt in den letzten Jahren sehr häufig der Fall war, dass
betriebliche, gewerbliche Nutzungen aufgrund des Immobilienbooms verdrängt werden durch die Wohnfunktion, weil der Wohnungsmarkt so lukrativ war. Aber so ein schönes altes Gasthaus, 150 Jahre haben Sie gesagt, kann man das so einfach und schnell abreißen? Also gibt es da keine, ich weiß nicht, dass man ein bisschen das Stadtbild erhält oder so? Es gibt natürlich Schutzzonen in Wien, wo das ein Thema ist und wo das ein Kriterium ist. Also man kann nicht überall in Wien abreißen, aber wir sind jetzt hier in den ehemaligen Vororten. Widmungsmäßig ist es möglich gewesen und dann passiert das eben. Ja. Mhm. Robert Musil will mir noch eine Besonderheit zeigen. Wir landen an einem nicht gerade ruhigen Ort, dem Wiener Gürtel im Bereich Neulerchenfelder Straße. Aber hier liegt das Weinhaus Sittl, eines der ältesten Gasthäuser Wiens. Im 19. Jahrhundert war hier eine richtige Gastromeile. Herr Musil, das Wirtshaussterben, ist das eigentlich etwas, was ein Phänomen unserer Zeit ist, oder hat es das früher auch schon gegeben? Na so, es hat es früher auch gegeben. Wir stehen hier im Wiener Gürtel. Hier gab es vor 150 Jahren sehr viele Wirtshäuser, weil es hier eine Steuergrenze gab. Die ist dann weggefallen mit der Stadterweiterung und damit hat hier ein Wirtshaussterben eingesetzt. Ich verstehe. Und die Wirtshäuser sind dann verdrängt worden? Oder die wie? Wurden dann durch die Wohnfunktion verdrängt, weil die Gründerzeitstadt über den Gürtel hinausgewachsen ist, hohe Häuser errichtet worden sind wie dieses Wohnhaus. Und so wurden diese alten Häuser, wie wir dieses hier sehen, abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Das Weinhaus Sittl hat überlebt. Ein Gasthaus, das 1740 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Hierher kommen sie alle, von jung bis alt. Ich bin wieder unterwegs in Oberösterreich, in Mernbach in der Nähe von Ried. Und hier erfahre ich, was vielen Gasthäusern am Land ebenfalls stark zugesetzt hat: die Förderung von Vereinen. Das erzählen mir Regina und Rainer Koller, die das Gasthaus Koller 40 Jahre lang geführt haben. Aber was heißt, Sie haben die Vereine unterstützt? Seit den 80er Jahren nur Vereinshäuselbad, Tag wurde reingesteckt, Feuerwehrhäuselbad. Und heute haben wir ja, ein großes Musikheim. Ist schon wieder zu klar, wird wieder umgebaut. Jetzt, mit, ja, einfach nur in die Vereine haben sie alles seine. Und wenn du dann was sagst, ich habe oft mit einer diskutiert, ja, die braucht man, die Vereine, fürs soziale Leben ein wenig. Und sag ich, da spielt es ja im Wirtshaus, nicht in dem Vereinshaus. Mhm. Weil da kommen die Leute zusammen, Von alle Parteien, weil nach der Sitzung, die sind da gesessen, haben sie Vertrauen drüber, haben sie gestritten auf der Gemeinde und da ist wieder lustig gewesen. Mhm, verstehe. Und das heißt, die Vereinzelkalle sind da, die haben Geld große, bekommen, große Konkurrenz. Die Wirtshäuser nicht. Es war für sehr viele Wirtshäuser eine Riesenkonkurrenz. Ja. Wir haben das Glück gehabt, dass wir die Straßen da daneben haben. Wir haben vom Essen auch gelebt und so. Früher hat man noch eine Konzession gebraucht, um Alkohol auch auszuschenken. Das haben früher immer nur die Wirten gehabt. Früher hat es auch noch ein Prüfungsverfahren gegeben, zum Beispiel in Niederösterreich, wo man geschaut hat, wann in einer Gemeinde ein Wirt ist, braucht es dort überhaupt einen zweiten Wirten. Das war ungefähr so wie bei den Apotheken. Und dann hat es angefangen mit diesen Ausnahmeregelungen und Ausnahmebestimmungen der Vereine. Es hat nachher jeder Verein hat dann ein Vereinsheim bekommen. Das Vereinsheim ist ja kein Problem, aber es ist in jedem Vereinsheim eine Küche eingerichtet worden, ein riesiger Aufenthaltsraum eingerichtet worden, es sind Schankanlagen dort hineingebaut worden und dann sitze ich halt im Vereinshaus und trinke das Flaschel Bier um 1 Euro oder 1,50 Euro und nicht beim Wirten um 4,50 Euro oder 5 Euro oder je nachdem, was der halt verlangt. Das ist schon ein Thema und die Konsumation an sich ist natürlich auch aufgrund der Preise zurückgegangen. Über 125.000 Vereine gibt es mittlerweile in Österreich. 1990 waren es mit knapp 80.000 deutlich weniger. Vereinsmitglieder in 5 Bundesländern wurden befragt. 43% der jeweiligen Vereine besitzen ein eigenes Vereinsheim, das von den Mitgliedern durchschnittlich 2-mal im Monat aufgesucht wird. Dort wird dann günstigst Alkohol und Essen konsumiert. Durchschnittlich 13 Euro wird dafür ausgegeben. Beim jeweiligen Dorfwirt wäre es um einiges mehr gewesen. Trotz dem Vereinsproblem legen die Kollers ihr ganzes Herzblut in ihr Gasthaus. Auch hier Arbeit rund um die Uhr. Wie ist das bei Ihnen dann abgelaufen? Also wie hat so Ihr Tag ausgeschaut? Der hat recht lang ausgeschaut. Wir haben 3 kleine Kinder gehabt. Dann haben wir eigentlich 3 Wirtshäuser gehabt, nicht nur das, sondern Gasthaus, Tanzcafé und im Frauenstall haben wir noch so eine Filiale gehabt. Er hat gekocht, ich habe eingeschenkt und auch so Aushilfen haben wir halt gehabt. Es war schon recht stressig. Mit 20 Stunden
hat man schon rechnen müssen. Pro Tag? Ja. Das war schon langweilig. Ja, 12 Uhr vor der Bar aus und dann um 8 Uhr wieder im Frauenstall. Dann am Samstag haben wir um 7 Uhr vor die Bar zugesperrt und ich habe die Kirchenleiter vorne um 8 Uhr reinlassen. Das war schon stressig. Das ist ja, viele von diesen traditionellen Wirtshäusern sperren ja zu, weil sie keinen Nachfolger finden. Genau. Glauben Sie, ist das auch so ein bisschen der Grund, weil die Jungen das nicht mehr so wollen? Na, weil du so viele Stunden hast einfach. Genau. Der Bub hat sich auch gemacht und sagt, ich will mir nicht das Auto Tag und Nacht arbeiten. Und was bedeutet das jetzt für Mernbach? Weil es gibt ja eigentlich jetzt kein Wirtshaus mehr in Mernbach, oder? Das stimmt. Wir waren zu siebt. Wie wir angefangen haben in Mernbach, da waren wir 26 Jahre alt, haben wir da hergekommen, da waren wir 7 Wirtshäuser. In der Ortschaft Mernbach. Vor 40 Jahren? Vor 40 Jahren, genau. Da haben wir aber keinen Konkurrenzkampf gehabt. Und warum hat dann keiner mehr überlebt? Was sind da die Kinder? Weil die Jungen auch nicht mehr mitgemacht haben. Die sind alle in Pension gegangen und die Kinder haben nicht mehr. Wie es überall ist. Alle haben Kinder gehabt. Und Christoph, der Sohn von Rainer und Regina Koller, wollte das Gasthaus nach einer kurzen Probephase auch nicht weiterführen. Aber er hat eine andere kreative Idee gefunden. Welche das ist, dazu später. Denn zuerst möchte ich Ihnen noch eine andere kreative Idee zur Wirtshausrettung vorstellen. In Hochneukirchen-Gscheid in der buckligen Welt in Niederösterreich hat das ganze Dorf das Wirtshaus vor dem Zusperren gerettet mit einer außergewöhnlichen Aktion, einer Gasthausgenossenschaft. Für 150 Euro kann jeder, dem ein Gasthaus in Hochneukirchen wichtig ist, einen Genossenschaftsanteil kaufen. Aktuell sind knapp 1.500 Anteile verkauft. Mit dem Geld wurde die bestehende Gaststätte renoviert und ein Betreiber geholt. Im Dezember 2023 eröffnete schließlich Zudwisch. Bei unserem Besuch unter der Woche zu Mittag ist das Gasthaus fast voll. Auch Friederike Gamperl war es wichtig, dass es wieder ein Wirtshaus im Ort gibt. Sie hat einen Genossenschaftsanteil gekauft. Ich habe das Gefühl, dass ein Wirtshaus die Seele im Dorf ist. Wenn wer einsam ist, dann geht er ins Wirtshaus und hat Gesellschaft. Sonst sitzt er daheim und hat eigentlich niemanden zum Reden. Und da kommt man her und es ist immer irgendwer herinnen und man fühlt sich gleich wieder wesentlich wohler. Ein Genossenschaftsanteil wird hier als soziale und kulinarische Investition gesehen. Es gibt endlich wieder ein Wirtshaus im Dorf, das auch Essen auf Rädern anbietet. Auch für Wirt Bernhard Heiß, der früher in der internationalen Spitzengastronomie gearbeitet hat, ist ein Gasthaus wichtiger Bestandteil des Dorflebens. Naja, ich glaube, es ist aus sozialer Hinsicht schon mal wichtig, wenn man sieht, dass der erste, sag ich mal, Rentner um 10 am Vormittag reinkommt und eigentlich eine Ansprache sucht, dann hat das schon eine sehr hohe soziale Komponente. Die sind halt jetzt wirklich wieder froh, dass es wieder Ansprache gibt, dass die Kollegen treffen, dass sie Freunde treffen, dass sie mal zum Bummelschnapser vorbeikommen. Das ist eben wichtig. Auch von jüngeren Hochneukirchnern wird das Angebot, in einem leicht modernisierten Wirtshaus zu sitzen, angenommen. Ich finde es alle bärig, dass das wieder gibt. Nicht? Ich muss sagen, ich habe auch einen Anteil gekauft, weil man denkt, ich unterstütze das gern für das, dass ein Wirtshaus aufspielt. Und auch die ganzen Freunde waren dabei. Und mir, ich glaube, die Bevölkerung ist mehr oder weniger begeistert über die ganze Sache. Wäre denn das Modell der Genossenschaft auch auf andere Gemeinden umlegbar? Könnte man auch damit dem Wirtshaussterben etwas entgegensetzen? Naja, das Modell ist sehr wohl auf andere Gemeinden umlegbar. Es kommt halt nur auf die Leute, die dahinter stehen, drauf an. Wir sind ja in unserem Vorstand der Genossenschaft besät mit Gastronomen, mit Marketingprofis, mit Bankern, die halt alle Kompetenzen sehr gut abdecken. Und ich glaube, das ist im Hintergrund schon sehr, sehr wichtig, weil wenn sich jetzt der Haufen Unwissender zusammentut und ein Wirtshaus gründet, wird es wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren. Guter Zusammenhalt und neue Ideen sind wichtig. Das sagt auch Betriebswirt und Psychologe Alexander Bleichner von der Universität Innsbruck. Ich treffe ihn in Grinzens in der Nähe der Tiroler Landeshauptstadt. Auch hier gibt es kein Gasthaus mehr. Alexander Bleichner hat vor kurzem eine Studie verfasst, die sich mit dem Thema Wirtshaussterben auseinandersetzt. Neben all den bekannten Problemen nimmt er auch die Bevölkerung in die Pflicht. Wir jammern, weil es kein Wirtshaus mehr gibt, aber wie oft waren wir denn dort? Das ist dann auch das, was der Bevölkerung meistens erst auffällt, wenn es nicht mehr da ist.
dann fehlt richtig was. Und dann kann man sagen, so, was tun wir jetzt? Man kann sich jetzt nirgendwo mehr treffen. Okay, vielleicht trifft man sich zu Hause. Wo treffen sich die Vereine? Wo findet das Politisieren? Wo findet das der Ausgleich statt? Es ist nicht mehr da. Und ich muss jetzt in ein Nachbardorf fahren oder irgendwo anders. Und damit entsteht eine große Lücke, eine gesellschaftliche Lücke. Alexander Bleikner hat für seine Studie mit 32 Wirtinnen und Wirten gesprochen, auch über die äußeren Umstände, die sich ja für die gesamte Gastronomie in den letzten Jahren massiv verändert haben. Wenn man mit Betroffenen spricht, die sagen auch ganz oft, ja, wir sind eigentlich kaputt gemacht worden durch die ganzen Verordnungen, die es gibt, durch das Rauchverbot, durch die Allergenverordnung. Die Politik quasi hat uns umgebracht. Ist das so? Auch da zeigt uns die Studie natürlich kritische Einflüsse. Da ist viel passiert, worauf man aber natürlich reagieren hätte können. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch sagen, also wenn Sie uns von der wissenschaftlichen Seite fragen und von der Marketingseite, ist die Allergenverordnung eine Marketingchance. Mhm. Weil es muss mir als Wirtin und als Wirt ja recht sein, dass die Leute sich wohlfühlen. Also kann ich ja natürlich diese Allergenverordnung ganz im Gegenteil wieder umdrehen und sagen, ja, wir gehen darauf ein. Wir verstehen es, es ist uns wichtig. Alexander Bleikner glaubt, dass man zum Beispiel mit klar ausgeschilderten, glutenfreien oder veganen Gerichten vielleicht neue Kundschaften ins Wirtshaus hätte locken können. Also sind die, die es vielleicht nicht geschafft haben, selber schuld, weil sie so den Mut für die Veränderung nicht gehabt haben? Schuld oder nicht Schuld, das ist wieder ein wenig wissenschaftlicher Begriff. Man ist sehr operativ, gerade in der Gastronomie. Und vielleicht hat man gewisse Änderungen übersehen. Vielleicht reagierte man zu spät. Und das sind natürlich dann Dinge, wo ich sage, ja, es ist natürlich auch eine Schuld ein bisschen bei den Betreibern und Betreiberinnen, dass sie halt nicht auf die Konsumenten reagiert haben. Aber es ist halt auch eine Summe an Belastungen, mit denen sie konfrontiert waren. Eine Schlechtwetterfront zieht auf Grinzens zu, also beschließen wir, nach Innsbruck zu fahren, zu Alexander Bleikners Arbeitsplatz. Die Unilounge dort hätte sehr viel von einem Wirtshaus, meint er. Na dann, auf geht's. Zuerst aber zurück nach Mehrenbach, zu Familie Koller. Hier ist man mit der Zeit gegangen und hat moderne Lösungen gefunden. Das Wirtshaus der Familie bleibt zwar geschlossen, aber Sohn Christoph ist kreativ. Er stellt auf den Parkplatz vor dem Wirtshaus einen Foodtruck und nützt die Räumlichkeiten des Wirtshauses. Christoph, ein Foodtruck, wo man jetzt Burger essen kann, direkt vor eurem alten Wirtshaus. Warum? Warum? Ja. Grundsätzlich wollten meine Frau und ich das Wirtshaus einmal übernehmen. Ja. Und dann ist mittlerweile, muss ich sagen, Gott sei Dank, der Lockdown gekommen. Dann haben wir unser Konzept komplett über den Haufen geworfen. Haben einen Foodtruck gemacht, weil Takeaway haben wir immer dürfen. Aha. Und da haben wir irgendwo in der Wespennest gestochen, dass das von null auf super funktioniert hat. Okay, das heißt, das wird auch angenommen, das zahlt sich finanziell aus? Das zahlt sich finanziell aus, wir sagen, aber reich werden wollen wir nicht, zumindest nicht schnell. Von dem her passt ganz gut. 40 Jahre lang haben Christophs Eltern das Wirtshaus betrieben. Jetzt ist die ehemalige Gaststube ihr Wohnzimmer. Dass ihr Sohn auf ein komplett anderes Konzept setzt als sie damals, finden die beiden gut. Ich habe mir dann vorgestellt, wenn ich das jetzt ihm übergeben hätte und ich hätte da weiter dann ganz normal mit Frauen so, dann hätten wir da genauso mitgearbeitet wie vorher. Ja. Weil ich weiß das von meiner Mama, die hat auch bei uns immer mitgearbeitet. Mhm. Und wir hätten ihm dann auch helfen müssen, weil du kannst nicht 100.000 Personal haben. Jetzt haben wir eben, ist das eine bessere Lösung eigentlich. Weil, ja, wir haben schon ein bisschen was zu tun, wegen Anwaschen und wegen Zusammenräumen und so. Mhm. Aber da stehst du wieder Tag und Nacht da. Da sind wir da mit dem Stammtisch gesessen, hundertprozentig, dass die heimgefahren waren. Und wir waren dann da überblieben. Und warum wolltest du das Wirtshaus nicht übernehmen? Was waren die Gründe dafür? Der Grund war einerseits der finanzielle Hintergedanken. Mhm. Weil, dass wir es so machen können, wie man ich das vorstelle, hätte man mindestens 1 Million Euro investieren müssen. Okay. Und bis du wieder einbringst, dauert halt. Und wie ist es von der Arbeitszeit her? Weil so ein Gasthaus, so ein traditionelles, das braucht halt wahrscheinlich auch viel Aufwand, oder? Das auf alle Fälle. Der Vorteil bei uns ist, Foodtruck verzeihen die Kundschaften mehrere Öffnungszeiten. Mhm. Also wir haben eine 3-stündige Mittagspause drinnen. Mhm. Das kannst du bei einem Wirtshaus theoretisch nicht machen. Mhm. Und vor allem, wenn ich sage, ich sperre um 8 Uhr auf die Nacht zu, dann ja, kann sich keiner helfen. Im Gasthaus bleibst du halt sitzen bis 2, 3, 4 Uhr in der Früh, bis der Stammtisch der letzte heimgeht. In Christophs Arbeitsplatz, dem Foodtruck, geht es definitiv enger her als in der alten Wirtshausküche. Aber das stört ihn nicht.
Nein, es geht. Das ist wie unser Wohnzimmer. Der Vorteil ist, wenn man sich gut versteht bei der Arbeit, dann macht das genau gar nichts. Wirtshausküche bekommt man hier nicht, aber Christoph hat mit seinem Team einen ebenso hohen Anspruch. Unser Ziel ist, dass wir Burger für alle machen. Also von, keine Ahnung, ich sage mal 10-Jährige bis 80-Jährige. Und die kommen nicht so oft wie die anderen, aber eigentlich kommt jeder zu uns. Ja. Seit 2019 betreibt Christoph seinen Foodtruck bereits. Dass er irgendwann wieder auf das traditionelle Wirtshaus umsteigt, glaubt er nicht, obwohl die Nachfrage nach Hausmannskost durchaus da wäre. Mittlerweile suchen die Leute bei uns im Land zumindest vermehrt traditionelle Gasthäuser, wo sie deftige Essen haben können. Mhm. Aber ich glaube, dass finanziell da nicht so viel drin ist. Du brauchst viel Personal, hast hohe Betriebskosten. Mhm. Das rentiert sich auf Dauer nicht. Mhm, verstehe. Und wahrscheinlich auch die Essgewohnheiten, die sich ändern, oder? Weil man möchte eben schnell was essen, aber nicht mehr lang sitzen oder so vielleicht. Ja, es wird wieder mehr. Wir suchen verzweifelt auch öfter am Sonntag, möchte man gerne essen gehen. Mhm. Und gehobene Restaurants haben wir ziemlich viel bei uns im Bezirk. Ja. Aber Sonntag war ich wie ein Schnitzel oder Cordon Bleu und da findest du nichts mehr. Und wenn es die zwei was gibt oder drei im Bezirk, die haben halt bis auf den letzten Platz ausreserviert. Ja, das sind Riesenburger. Hungrig geht hier keiner weg. Trotzdem fällt der Kundschaft schmerzlich auf, dass es immer weniger Gasthäuser am Land gibt. Ich sehe das als Riesenproblem, weil ich bin praktisch immer unterwegs, muss immer Mittag essen. Und es ist mittlerweile ganz schwierig, überhaupt am Land draußen noch offene Wirtshäuser zu finden. Das ist wirklich schwierig. Ist auch aus meiner Sicht sehr schade. Was macht das mit einem Ort, wenn es kein Wirtshaus mehr gibt, wo die Leute zusammenkommen können? Was macht das mit einem Ort? Das ist eine gute Frage. Der Ort stirbt aus. Meine, bei uns ist das Problem der Nähe zu Ried. Das Einkaufen, alles spielt in Ried. In Mernbach haben wir eigentlich nicht mehr viel, außer uns halt. Als, ich sage über Imbestand. Mhm. Auf der anderen Seite vom Gasthaus ist ein kleines Bäckerstandl, was Montag bis Samstag offen hat, bis Mittag. Mhm. Das war's eigentlich. Über Tirol zieht eine Kaltfront. Alexander Bleikner und ich wärmen uns in der Universität Innsbruck mit einem Kaffee auf. Hier in der Uni-Lounge wurden einige innovative Ideen in Sachen Gastronomie erarbeitet, die auch für klassische Wirtshäuser geeignet wären, meint Alexander Bleikner. Herr Bleikner, jetzt sitzen wir da in der Mensa von der Uni Innsbruck. Es ist Ihr Arbeitsbereich, okay, aber was hat denn das mit einem Gasthaus zu tun? Also das ist jetzt schon mehr als eine Mensa. Es ist ein Gasthaus, wo ich mich wohlfühle und wo die Leute von außen kommen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie bleiben. Und das merkt man dann auch, da ist ein bisschen was anderes als ein klassischer Uni-Mensa-Betrieb. Wirklich? Also ein Gasthaus bis jetzt habe ich halt immer verbunden mit, was nicht, eine urige Stube oder irgendwie Gemütlichkeit. Jetzt ist es natürlich sehr toll da, aber ist diese Gemütlichkeit von einem Gasthaus oder was meinen Sie mit, es hat sehr viel von einem Gasthaus? Es hängt viel mit dem Team zusammen. Also hier haben wir auch eine perfekte Gastronomin. Wir haben wirklich eine Wirtin, wo man merkt, die führt es mit ihren Mitarbeitern, die spricht mit den Gästen. Und da ist sie, die Wirtin der Uni-Lounge, Silvia. Wie wichtig ist die Leidenschaft? Die gehört dazu, die Leidenschaft. Ja. Ohne Leidenschaft geht's nicht. Ja. Das ist so Mund auf. Aber ich habe schon gesehen, du bist zuerst wirklich zu jedem Tisch hin, hast mit den Leuten geredet. Ja, weil ich immer frage. Ich frage sie schon, wie es ihnen schmeckt. Ja. Und Feedback ist gut. Ja, super. Dann passt das alles. Jeder soll sich hier wohlfühlen und so lange bleiben dürfen, wie er oder sie will. Wie im Wirtshaus. Es kann auch jeder hier essen, auch von außerhalb. Uni-Mitarbeiter bekommen aber Förderungen. Das Angebot ist weitgehend regional. Einerseits sehr klassisch, was die Speisen anbelangt. Andererseits gibt es hier aber auch neue Ideen, wie den sogenannten nachhaltigen Teller, bei dem Reste verwertet werden. So könnte es im Wirtshaus auch gehen, meint Alexander Bleikner. Regionale und hochwertige Küche zu einem günstigen Preis. Wenn es die Uni-Lounge schafft, dann schafft das auch ein Wirtshaus, meint er. Auch das vegane Angebot könnten sich Wirtshäuser hier abschauen. Ich habe Gasthöfe befragt, die waren sehr ablehnend gegenüber der veganen Küche, weil sie machen eigentlich eine klassische Küche und wie soll das vegan funktionieren? Dann haben sie durch irgendeine Gelegenheit das versucht
Und plötzlich ist das total angekommen. Plötzlich kommt eine neue Zielgruppe dazu. Es wird wahrgenommen, hoppala, da funktioniert was. Und jetzt steigt der Gastronom dann natürlich auch gern ein. Also dieses Thema neue Küche, zielgruppenspezifisch darauf zu reagieren, den Leuten einfach auch gesundes Essen zu servieren und trotzdem die Kalkulation noch so zu machen, dass es rentiert auch für den Betrieb. Aber kann man das dann trotzdem mit einem Gasthaus vergleichen? Weil da sind halt schon sehr viele junge Menschen da. In ein Gasthaus gehen traditionell eher ältere Menschen und die haben vielleicht mit einem veganen Teller jetzt nicht so viel Freude, oder? Neben der veganen Küche muss es ja auch das Klassische geben. Also wenn jetzt ein Gasthaus nicht mehr die klassischen Gerichte hat, dann hätte es jetzt auch ein Problem, dann wäre die Identität auch verloren. Aber zusätzlich kann ich natürlich was Neues anbieten. Ich würde keinesfalls plädieren dafür, dass ein Gasthaus seine Identität verliert und die lokale Küche jetzt stoppt und den Schweinsbraten, das Schnitzel nicht mehr anbietet, sondern sozusagen hier im Übergang ersatzweise ergänzend Neues anbietet. Und das schaffen wir hier auch. Eine Kombination aus Klassik und Moderne, ist das die Lösung? In Bad Ischl in Oberösterreich schaue ich mir an, wie junge Menschen ein modernes Wirtshaus gestalten würden. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 haben sich 18 Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Bad Ischl und Spitzenkoch Christoph Krauli-Held Gedanken gemacht. Was kann gegen das Wirtshaussterben gemacht werden? Wie könnte ein modernes Gasthaus für Jung und Alt ausschauen? Das Ergebnis? Ein Pop-up-Wirtshaus am Bahnhof. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir unter die Leute kochen, weil wir haben nichts zu verstecken. Na, das finde ich super, das Offene. Das ist ja super, weil die Leute kommen da auch zu, schauen ja ein bisschen zu, wir können auch ein bisschen Smalltalk machen. Ja. Dann stelle ich da ein paar Achteln Wein auf, wie es gehört für ein Wirtshaus. Das wirklich? Das ist Frage, dass jeder Freude hat. Ach so. Ein bisschen was trinken und so. Mhm. Innerhalb von 6 Wochen wurde das aufgelassene Lokal am Bahnhof hier umgebaut, die Böden verlegt, die Wände gestrichen und die Möbel aus aufgelassenen Gasthäusern zusammengetragen. Die Jungen wissen genau, was sie wollen. Geöffnet ist nur an wenigen Tagen, aber die jungen Köchinnen und Köche haben eine klare Philosophie. Ja, wir schauen auch immer, dass wir es eher saisonal und regional halten. Also werden wir jetzt dafür April eben die Karten dann wieder ändern. Und ja, es war einfach das erste Mal, dass wir da gekocht haben, was halt wirklich eine neue Erfahrung, weil wir mit dem Gastraum eigentlich stängern. Aber jetzt halt finden wir es alle richtig cool und so kommen halt auch ein bisschen mit den Gästen ins Reden. Leute, wie schaut's aus? Buffesen konnten wir eigentlich auch fertig machen. Habt ihr schon Backteig? Ja. Ja, dann her mit einer Portion Buffesen. Aber geht's ihr als junge Menschen privat nur in ein Wirtshaus? Mehr ja ins Kaffeehaus ja eigentlich. Mhm. Ja, aber ich glaube, es kommt auch darauf an. Ich glaube, es gibt nicht mehr so wirklich urige Wirtshäuser heutzutage. Deswegen, glaube ich, geht man da auch nicht mehr so hin. Deswegen habt ihr euch ja was überlegt, wie ein Wirtshaus der Zukunft ausschauen könnte, ja, genau, wo auch junge Leute hingehen. Wie könnte das ausschauen, Florian? Ein Wirtshaus ist ja im klassischen Sinne ein Ort, wo man sich trifft, mhm, und einfach miteinander gute Zeit hat und viel miteinander redet. Und das ist eben auch das, was wir ganz stark fokussieren. Ich finde, was ganz wichtig ist, ist irgendwie auch Kunst. Also die Mischung zwischen Kunst und Kulinarik, was wir da herinnen stark ausgebracht haben, finde ich. Dann kann man einfach im Raum umeinander anschauen und dass was los ist und dass man einfach, also neben dem Essen unterhalten wird, ja, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, dass das viel ausmacht in einem Wirtshaus, wenn was los ist. Herzstück im Gastraum ist ein Stammtisch, den Krauli mit den Schülerinnen und Schülern in einem geschlossenen Wirtshaus gefunden hat. Da ist auf diesem Tisch ist 40 Jahre lang diskutiert worden am Stammtisch und dann haben wir wieder da einer da. Also der ist ein gut eingesessener oder ja, ein Stammtisch mit Erfahrung. Und das ist der Tisch, wo wir einzelne Leute oder zwei Bärchen auch zusammensetzen. Ganz bewusst, damit wir diesen Spagat wieder zusammenbringen, dass sie Leute unterhalten. Das ist ein Erfolgsrezept, so was früher im Wirtshaus, dass man nicht nur miteinander isst, sondern auch miteinander redet. Die Schülerinnen und Schüler, die hier am Projekt mitarbeiten, gehen alle in die 4. Klasse der Tourismusschule Bad Ischl. Hier lernen sie alle gastronomischen Fähigkeiten, die in der Branche gerade händeringend gesucht werden. Nächstes Jahr machen sie ihren Abschluss. Dann geht's rein ins echte Berufsleben, sofern sie sich den harten und oft nicht gut bezahlten Job antun wollen.
Das ist, wenn man mit Wirtinnen und Wirten spricht, die ihr Wirtshaus zusperren haben müssen, dann hört man oft, ja, wir haben halt niemanden mehr gefunden als Nachfolge, weil die Work-Life-Balance, die Jugend will das einfach nicht mehr. Die wollen nicht mehr von in der Früh bis am Abend arbeiten. Mhm. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Sicher gibt es Jugendliche, die sagen, ja, das zahlt mich jetzt nicht, oder freut mich nicht so. Und dann gibt es aber sehr wohl die Jugendlichen, die sich, wenn es der Natur eine Perspektive gibt und auch eine ordentliche Entlohnung, mit Kellner Nettolohn 2024 für 40 Stunden 1450 Euro netto. Das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen. Das ist irre. Also da kann man gar nicht nachdenken drüber. Und wenn du Leute fair entlohnst, wenn du Leute auf Augenhöhe begegnest, dann hast du das ein Jahr lang. Also du musst wissen, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um. Und da, glaube ich, haben wir jahrelang Ausbeutung betrieben. Ja, Bezahlung ist definitiv ein Thema, aber auch Wertschätzung, Fachkräftemangel, Teuerung. Gründe für das Wirtshaussterben gibt es viele. Lösungen, aber auch, wie wir gesehen haben, Kreativität und neue Ideen sind gefragt. Und wir alle, die Bevölkerung, gehen wir doch wieder öfter in ein Wirtshaus. Ja, unser Leben hat sich verändert, ist schneller geworden, wir essen gesünder, trinken weniger, aber gemütlich im Wirtshaus sitzen, das hat doch was. Das Leben ist eh schon stressig genug.